Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg gegen die griechische Gilde Hellas XXX. Wieso ich jetzt schon aufnehme, obwohl das noch relativ lange ist, ist so, wir sind mit unseren Angriffen fast durch. Wir haben noch 25 Angriffe. Die haben noch 99 und aktuell war es so, dass die im Schnitt heute Morgen um die 50 Punkte gemacht haben. Den Schnitt werden die nicht halten. Ich bin aktuell Platz 10 mit 255 Punkten und das endgültige Ergebnis kommt dann heute Abend. Zudem ist zu sagen, der ist seit 370 Tagen in der Gilde und ist erst Level 40, hat aber ordentlich Helden und Truppen. Zwar die falschen, wie ich finde, gelevelt, aber da steckt einiges an Geld drin für ein Gelegenheitsspiel. Also er spielt nicht häufig. Bei zwei Lilan wollte ich mit Gelb angreifen. Und was vor allen Dingen war, ich brauchte Blau. Weil meine grün-lila-Teams will ich nicht auseinanderreißen. Das sind aber nur mal die Teams, also wo Catmon drin ist. Also brauchte ich zum Entzaubern Sonja, weil ich einerseits von Tür den Belebungsbuff und die Heilung runter haben wollte und natürlich von Ariel den Mana-Buff. Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Dass das dann im Endeffekt so gelaufen ist. Ja, ich habe mich am Anfang für Reste entschieden, weil es gibt nur drei kleine aktuell, die am Krieg teilnehmen. Und dann muss einer Reste machen. Da gibt's, die hatten auch viele kleine. Man muss auch sagen, wir sind denen leider ein bisschen über. Das ist nicht großkotzig, sondern die haben wirklich viele kleinere Accounts. Wobei man sagen muss, 370 Tage und 40 Level, ne? Was heißt klein? Also ich bin jetzt nur von der Spielstufe ausgegangen. Das heißt natürlich nicht, man weiß nicht, was sie da jetzt wirklich an Helden drin haben oder nicht. Ich hatte nur gesehen, eine volle Telluria mit 20 Wappen und habe dann gesagt, okay, letzten Monat war Telluria das erste Mal mit drin. Bei der Taverne der Legenden, das wird er nicht haben. Und dementsprechend, ja, habe ich danach erst gesehen, dass er so lange da war. Ja, für Zweierreste, Außenheiler, habe ich mich für ein schwaches Team entschieden. Werde ja gleich sehen, was ich da genommen habe. Die Grinsekatze wird einmal auslösen und so wie sie ausgelöst hat, so sollte sie nicht auslösen. Aber wenn WWK schon dabei ist, dann kann man auch die Grinsekatze mitnehmen. Ja, das war gestern Abend noch. Da lege ich mir die roten gerade schon zusammen, damit dann da nochmal drei lilane zusammenkommen. Und dann war es das dann auch schon. Grinsekatze löst aus. Und genauso sollte es natürlich nicht sein. Ist aber unschädlich. Das erledigt Satana. Satana ist auf 260. Und dann kann man hier auch mal mit angelevelten beziehungsweise mit drei Sternen in den Krieg ziehen, das ist vollkommen egal.
Ich habe leider noch keine Mana-Truppe in Grün, das habt ihr gerade gesehen. Deswegen warte ich auf Juni. Also Eloir, der grüne Magier, leider. Ich fände es ja mal wieder gut, wenn es mal einen guten Kriegerheld des Monats geben würde. Den letzten Held des Monats, der Krieger war und gut war, glaube ich, Kingston. Habe ich überlegt, ob ich ihn auslöse oder nicht, um den Schaden, den die Auto-Hits machen, auszugleichen. Habe ich dann erstmal gegen entschieden. Sondern habe dann gewartet, was da an Schaden kommt. Ansonsten wäre die Heilung ja fast komplett ins Leere gegangen. Und das wollten wir natürlich nicht. Hier die Combo nicht eine gute, aber zumindest das Board schön neu gemischt, sodass ich dann ein bisschen was spielen kann. Und jetzt wird auch aktiviert. Das habe ich extra so gespielt, dass ich mir das Match nicht kaputt mache und Isania noch ein bisschen Schaden mitmachen kann. Und dann erledigt Francine da die Arbeit. Ich habe zwar kein Blau, aber da kann man den Diamanten einfach mal schmeißen, damit hier ein bisschen was raus ist. Ich habe das so gemacht, um Neid zu aktivieren, weil nämlich von Francine ja noch der Entzauberungsfluch an war. Und dann wird jetzt einfach Proteus drauf gespielt. Das reicht für Neid und dann wird einfach nur noch runtergespielt. Und ich spiele Diamanten gerne einfach, um Kombos zu starten, um das Board neu zu mischen, damit die Farben kommen, die ich brauche. Wenn Heimdall einmal ausgelöst hat, dann ist da auch wieder genügend an Lebenspunkten da. Das war ein One-Shot. 62 Punkte. So viele Punkte geben die ja leider nicht aktuell. Das heißt, ihr seht hier wieder, habe ich versucht zu retten und das ist sogar das zweitbeste Team, was ich habe. Meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir mal darauf achten, was jetzt passiert. Da kommt Lila und ich kann Lila benutzen. Damit Riga nicht stirbt, wird da schon ausgelöst. Freyas Minions. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich kann leider nur in den Gegner komplett reinspielen. Da kommt jetzt wieder eine Combo, reicht aber leider nicht. Und ich werde mich nicht über dieses Board aufregen. Das ist ein Glücksspiel. Fairerweise hat, berechtigterweise hat jemand drunter geschrieben beim letzten Video, ich beschwere mich zurzeit nur noch über die Boards. Das ist vollkommen richtig. Und das will ich auch gar nicht. Deswegen sage ich einfach nur, das, was mir an grünen Matches fehlt, bekomme ich in der nächsten Runde. Hier bin ich am Überlegen, ob ich abhaue oder nicht. Im Endeffekt, der Gegner hat kaum Schaden genommen. Ist vollkommen egal. Wer kann Grasul sich selbst heilen? Mir fehlt leider, leider Grün.
Und dann kann ich auch reinspielen, das ist jetzt eh vorbei. Da war dann jetzt die Hoffnung, dass dann vielleicht noch was nachrückt, aber ist nicht. Und mit dem, was da jetzt kommt, komplett vorbei. Das machen dann die Auto-Hits. Ja, das waren zwei Punkte. Die habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Und da sind wir gleich nochmal rein. Wieso ich Oreos nicht mitgenommen habe, kann ich gar nicht sagen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Oreos ist ja nicht nur gegen Minions, sondern ist ja auch ein schöner Sniper. Wieso ich den Schakal mitgenommen habe, keine Ahnung. Aber achtet mal bitte hier, was hier auf grün liegt. Was vor allen Dingen an Grün immer nachkommt. Das ist zumindest so viel, dass es für Grasol mit Gelb reicht. Hier kann ich jetzt genügend durch die Mitte spielen. Und da kommen sogar noch ganz viele Kombos hinterher, sodass ich das Board ordentlich bewegt habe. Und dann natürlich auch die Farben nachkommen, die man braucht. Das Geländer noch nicht fertig war und jetzt halt erst ist halt so, muss man mit leben. Der Krampus läuft. Überhaupt keine Gefahr und dementsprechend dann auch gewonnen. Hätte ich definitiv günstiger haben können. Kann man nicht anders sagen. Und das ist der letzte angegriffene. Da hätte man auch einfach drehen können. Und die mit einem das Lila und das Lila Match machen. Man weiß nie, wofür es gut ist. Dafür konnte ich jetzt dann den roten Diamanten machen. Ich habe das so auf Liana gespielt, weil Liana ist immer noch tödlich, wenn die schnell auslöst. Richard trifft 3, das heißt, die Chance ist hoch, dass Scarlet ausweicht. Sturmgrimm es überlebt, weil er hohe Lebenspunkte hat und Sumitomo das reflektiert. Dementsprechend habe ich so gespielt. Sage ich ja, 598 hat er sich selbst reingedrückt. Das ging schnell und das war's für uns. Das waren meine Angriffe. Und mein restliches Ergebnis, unser Gesamtergebnis, trage ich heute Abend nach, wenn der Krieg zu Ende ist. Also, wenn ihr das Video jetzt schon seht, einfach heute Abend nochmal reingehen. In diesem Sinne, euch einen schönen Sonntag, viel Erfolg beim Krieg und einen guten Start in die neue Woche. Und da nächste Woche ein Drei-Sterne-Turnier ist, wird es dann wieder ein Turniervideo von mir geben, komplett. Und ich hoffe auch, dass die Verteidigung hält und dementsprechend es einige Videos geben wird. Macht es gut, tschüss!